Ich weiß nicht, ob wir unsere Gesichtszüge schon irgendwie wieder unsere Mimik in den Griff kriegen, weil das als erstes gesagt, das war ja scheiße kalt hier, ne? Ja, das stimmt. Also, es war wirklich kalt. Gesicht eingefroren. Kompliment an unsere Fans, dass sie bei dem Wetter so Stimmung gemacht haben. Und schade, dass wir die nicht belohnen konnten und uns nicht belohnen konnten und die 3 Punkte mit nach Rostock nehmen konnten. Ja, so ein bisschen ist die Stimmung so, als wenn man, ja, man hat 2 Punkte verloren, ne? Man hat nicht den einen gewonnen, sondern 2 verloren. Zumindest fühlen wir uns so. Ja, ist auch richtig so. Wir gehen hier 1-0 in Führung, lassen dann einfach in der zweiten Halbzeit nach. Das darf uns nicht passieren. Wir gehen dann auf Ballbesitz, was gut ist, aber wir gehen nicht mehr aufs zweite Tor. Und das war unser Fehler, dass wir einfach ein paar Prozent dann nicht mehr auf die zweite Bälle gegangen sind. Und ja, das müssen wir uns ankreiden. Und trotzdem müssen wir den Kopf hochrichten und wieder den Blick nach vorne richten auf Zwickau, auf den nächsten Gegner und da wieder 90 Minuten eine Top-Einstellung bringen. Zumindest die Einstellung, die hat ja über weite Strecken des Spiels hier gestimmt und gerade zu Anfang, man wird heute 28, herzlichen Glückwunsch. Dann wird einem noch so schön der Ball aufgelegt auf die Rübe 1-0. Lief ja eigentlich nach Plan zu Anfang, ne? Ja, danke erstmal. Wie schon gesagt, wir sind gut ins Spiel reingekommen. Ja, wie schon gesagt, wir müssen einfach die Führung dann über die Zeit bringen. Und was heißt über die Zeit bringen? Wir müssen einfach aufs zweite Tor gehen. Und ja, wie gesagt, das war heute unser Fehler. Gut, dann jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Zwickau steht am Mittwoch schon an, müssen die Füße ein bisschen frisch oder wieder freikriegen. Weil ja auch Zwickau, die haben Spielabsage gehabt, die werden ganz schön frisch zumindest sein, ne? Ja, das stimmt, aber trotzdem müssen wir dagegenhalten. Am Mittwoch wird ein schweres Spiel, keine Frage, aber egal. Wir werden jetzt uns regenerieren. Wir werden uns ja, gut erholen und dann werden wir in Zwickau wieder angreifen. Gut, Sophie, vielen Dank Alles und viel klar. Erfolg dafür. Ja. Pavel Dotschev, wir versuchen gerade nochmal so unsere Gefühle zu ordnen. Freut man sich jetzt, dass man hier einen Punkt mitgenommen hat? Ärgert man sich vielleicht, dass man 2 liegen gelassen hat? Freut man sich, dass wir den Auswärts-Fan-Rekord geknackt haben? Also so ganz klar bin ich mir noch nicht, was man jetzt heute denken soll über das Spiel. Ja, das ist schon richtig. Also sind ein bisschen gemischte Gefühle dabei. Das ist doch klar, wir wollten unbedingt gewinnen. Es hat leider nicht gereicht, aber es ist so im Fußball und ich denke schon, dass die Jungs alles probiert haben. Wir haben einen Denkfehler gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit, dass wir das Spiel gedacht haben, dass wir das Spiel voll im Griff haben und haben wir nicht mehr so konsequent nach vorne gespielt, auch was zweites Tor betrifft. Wenn solche Fehler passieren, dass wir nicht sofort die 3 Punkte verlieren. Und durch diese Fehler, die entstanden ist, dann das Spiel war auf einmal sogar offen. Wir hätten auch vielleicht letzte Minuten sogar auch Gegentor kriegen, weil auf einmal die Bremener Jungs haben angefangen an sich zu glauben. Und deswegen bin ich ein bisschen so, wie soll ich sagen, enttäuscht ist ja nicht das richtige Wort. Also ich denke, das war mehr drin heute. Also ich habe auch im Vorfeld gesagt, wenn wir in Bremen auch Punkt nehmen sollen, dann müssen wir auch damit leben. Aber wie das heute sich das Spiel entwickelt hat, natürlich war mehr drin und das ist ein bisschen ärgerlich. Also sind schon gemischte Gefühle dabei. Also die Fehler alleine an sich für mich waren nicht entscheidend. Entscheidend war, dass wir nicht weiter nach vorne konsequent gespielt haben. Aber wir haben auch ein bisschen mit Problemen zu tun gehabt, zu kämpfen, ein und andere Veränderung, da musste ich auch beim Spiel noch umstellen. Also das war nicht jetzt das Gelbe vom Ei. Aber das war auch keine schlechte Leistung, um Gottes Willen. Das wäre absolut nicht in Ordnung, wenn wir jetzt gegen eine starke Mannschaft Punkt nehmen und alles schlecht drehen. Das ist auch nicht in Ordnung. Einen, dem es jetzt gar nicht so gut ging, als er vom Feld gegangen ist, das wäre der ärmste Tropf von allen, der Joshua Nadeau. Aber Sie haben ihn sich gleich geschnappt und ihm ein paar aufmunternde Worte, glaube ich, gesagt beim Reingehen. Ja, natürlich. Also im Fußball passieren Fehler und die Fehler, die er gemacht hat, der hat sehr gutes Spiel gemacht übrigens. Er hat sehr gutes Spiel gemacht, bis auf diese Fehler. Und bei Innenverteidiger ist es ja brutal immer, weil du kannst 90 Minuten gut spielen und wenn du einen Fehler machst, das ist ein Gegentor. Im Sturm ist es etwas einfacher. Du kannst 3-mal daneben schießen, dann triffst du einmal das Tor und sagen, super, toll. Ja, der hat wieder getroffen. Das sind die Unterschiede im Fußball. Aber
Joshua, du hast ein gutes Spiel gemacht. Und ich sage es nochmal, das war nicht die entscheidende Fehler. Für mich war die entscheidende Fehler, dass wir nicht ein zweites Tor gemacht haben. Für uns geht es jetzt am Mittwoch schon weiter in Zwickau. Die sind eigentlich ja noch ein bisschen frischer, weil die hatten jetzt eine Spielabsage gegen Magdeburg. Das Spiel ist ja nicht ausgetragen worden, haben also noch mehr Körner. Macht uns das Sorgen? Nein. Also wir haben am Mittwoch überhaupt gar kein Problem für die Vorbereitung. Also ich sehe jetzt Engpässe für uns, dass ich jetzt sage, oh, das wird schwer. Was ich schwer sehe, ist ja das Spiel am Samstag gegen Paderborn, weil wir am Samstagabend spät in Zwickau spielen. Und dann diese Reise noch kommt dazu. Wir werden am Donnerstag irgendwann um 4, 5 Uhr zu Hause sein, morgens. Und dann einen Tag später hast du Freitag nur noch und dann spielen. Das wäre für uns eher kritisch. Aber jetzt bis Mittwoch haben wir genug Zeit. Wir haben jetzt Freitagabend, also wir haben genug Zeit, uns zu regenerieren und uns dann nochmal zu erholen für das Spiel am Mittwoch, das würde nicht das Problem sein. Problem wird Paderborn nachher. Das wird für uns kritisch. So, ein ganz kleiner Vorteil ist, wir haben mal den Wetterbericht in Zwickau für den Mittwoch angeguckt. Sollen so leichte Plusgrade sein, bewölkt, kein Schneefall. Insofern auch für unseren Trainer und die Spieler ein bisschen angenehmer und sie müssen nicht mit diesem Schal um den Kopf am Spielfeld dran stehen. Ja, heute war richtig kalt, das stimmt schon. Es war richtig kalt und unangenehm, aber ich denke auch für die Spieler auf dem Platz war nicht einfach. Ich denke auch, dass der Platz ein bisschen stumpf war, dass auch von war schon eine gewisse Veränderung. Ja. Und Problem war auch, dass der Vanevic ein bisschen mit Problemen ausgewechselt werden muss. Könnte ich nicht früher Team Werinen bringen. Also war schon, wir müssen diesen Punkt nehmen und uns freuen, weil ich sage es nochmal, wenn wir jetzt anfangen, nicht an solche Sachen uns zu freuen, dann ist ja irgendwas falsch, das geht nicht. Gut, dann freuen wir uns ein bisschen, gute Heimfahrt und bis Mittwoch. Dankeschön.